Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Sören wieder bei mir, den ihr ja schon aus dem letzten Video kennt. Und heute fahren wir einfach die gesamte Ringbahn ab und gucken noch, wo wir Cooles aussteigen könnten. Viel Spaß! Gerade schon erwähnt haben, wollen wir jetzt die gesamte Ringbahn abfahren. Wir sind hier jetzt bei Gesundbrunn gestartet und wir haben uns ein paar Regeln gesetzt, um das Ganze einfach noch ein bisschen interessanter zu machen. Und deswegen habe ich hier eine Karte und zwar ist das ein A4-Brett von der gesamten Bahn sozusagen, vom Bahnnetz, von der Stadtbahn hier. Und ja, was soll man sagen, also es ist teilweise nicht so gut leserlich. Aber ich meine, das macht es ja auch ein bisschen spannender. Es ist ja eine Herausforderung sozusagen. Und das ist die einzige Karte, die wir benutzen werden, um uns irgendwie zurechtzufinden, damit wir wissen, mit welcher Bahn wir fahren werden. Das heißt, dadurch, dass wir diese Karte hier haben, werden wir also einfach gar nicht auf unser Handy gucken und unsere Handy-Navigation überhaupt nicht benutzen und werden uns einfach nur mit dieser Karte zurechtfinden und vielleicht dann, wenn wir nicht mehr weiter wissen, Leute ansprechen oder so. Kann auch ganz interessant sein, irgendwie einfach um so ein bisschen die Experience zu haben. Und deswegen würde ich sagen, geht's jetzt los. Okay Leute, jetzt sind wir aber auch schon bei der ersten Station ausgestiegen, nämlich ICC Messe Nord. Und ihr habt es ja schon gerade gesehen, so ein bisschen viele Autos, viele Menschen. Und ist einfach richtig cool hier, wollten einfach mal ein bisschen exploren. Das ICC ist auf jeden Fall ein richtig cooles Gebäude. Schade, dass es nicht mehr so viel genutzt wird, aber das Messegelände ist ja sehr oft im Einsatz. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt einfach wieder zurück in die Ringbahn, denn wir haben ja noch eine ganz schön weite Strecke vor uns. Jetzt wollten wir einfach mal gucken, wo wir jetzt noch hinfahren könnten. Jetzt gerade sind wir... Warte, wo sind wir gerade? Hohenzollern-Damm. Okay, Hohenzollern-Damm. Wo ist Hohenzollern-Damm? Also wir sind erstmal auf der Ringbahn. Ja. Wir gucken jetzt. Wir waren gerade Ostkreuz, also hier. Also ich glaube, da ist Hohenzollern-Damm. Nein. Doch. Doch, hä? Ja. Wo waren wir nicht gerade? Ah nee, die fährt noch Ostkreuz. Okay, ja. Hier, Hohenzollern-Damm. Von wo kommen wir jetzt gerade? Von da, ne? Tempelhofer, ich glaube, das ist das Tempelhofer Feld irgendwo, oder? Das Tempelhofer Feld ist ja. Der Tempelhof. Ja, lass da mit hingehen. Dann lass uns doch eine Station nach Südkreuz. Ja, Tempelhof.
vorstellen. Ja. Das klingt gut. Und dann können wir auch mal was zu essen gucken. Ja. Ja. Klar, also ich glaube, wir kommen gleich an. So. Dann müssen wir. Dann müssen wir halt echt mal so das Tempo was einfinden. Ja, ja, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Also ja, also so Hunger habe ich jetzt auch schon ein bisschen. Lass uns aber gucken. Du hast mir vorhin erzählt, dass da ein ziemlich geiles Sandwichladen gibt. Ja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt, wie man sieht, gerade aus dem Bahnhof raus und haben uns überlegt, wie finden wir jetzt ein Tempelhofer Feld. Genau. Dann hat Per da gerade so einen Longboarder oder Skateboarder gesehen, der hier gerade über die Ampel oder so fährt. Und dann dachten wir uns, folgen wir dem einfach mal. Und dann haben wir einfach nur gerade ausgeguckt und gesehen, dass das Tempelhofer Feld hier schon direkt ist. Also ich glaube, so ein großes Problem, das Tempelhofer Feld zu finden, ist es jetzt nicht mehr. Komm, Sören, es ist grün. Schlicht. Dann lass uns. Das ist Tempelhofer Feld und da geht es jetzt hin, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Alles klar. Alles klar. Die Aussicht hier ist einfach so mega gut. Sören, wo bist du? Komm. Komm hoch. Das ist mega krass hier. Boah, also alles klar. Alles klar, ist zu heftig. Ja. Boah. Boah, also wenn wir das nächste Mal hier hinfahren, dann bringe ich auf jeden Fall mein Longboard mit. Auf jeden Fall. Ja, und du hast ja auch noch ein Pennyboard, oder? Ja, aber können Pennyboard wir das mal vergleichen? Pennyboard ist nicht so, also da kannst du nicht so gut fahren mit. Ja, trotzdem. Lass es mal vergleichen. Video incoming. Ja, dann besorg dir ein Longboard. Okay, dann fahren wir hierher und machen ein Video. Okay, perfekt. Obwohl wir so ziemlich am anderen Ende von Berlin sind, beziehungsweise am anderen Ende von dort, wo wir losgefahren sind, ist der Fernseher schon direkt da hinten. Ja, ist echt richtig krass. Jetzt habe ich. Ja, gut. Direkt da hinten, ne? Hä? Was? Da, ja, da ist der Fernseher. Warte mal. Hä? Ach, da. Da. Da hinten. Da hinten, genau. Da. Wir sind fast da. Oh, ja, okay. Ja. Ja, gut. Das klingt doch schon mal richtig gut. Das klingt super. Ja, warte kurz, lass uns mal eine gute Person aussuchen. Entschuldigung, könnten Sie uns sagen, wo die Heinicke Markthalle ist? Oh, ganz weit von hier. Ja? Ja, wie kommt man denn da hin? So ungefähr in dieser Richtung. Ah, okay. Durch. Da ist ein Ausgang. Okay, also da, wo der Kirchturm und der Kran und so da hinten. So in die Richtung. Ja, okay. Da okay, lang, gut. Wenn du so rechts da ist ein Ausgang. Da, ja. Weißt du, der Kirche ist so und richtig die Kirche. Ah, okay, gut. Okay, super. Danke. Tschüss. Das Ding ist, wir sind jetzt halt gerade hier. Da war der Turm. Und wir sollen nach dahin. Ich kann mal kurz ranzoomen. Da, wo dieser Turm ist, mit der Kugel und zwischen die Kirche. Also da ungefähr in dem Radius. Da sollen wir hin. Das heißt, wir haben ein ganz schönes Stück zu laufen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Warte mal, Leute, guck mal, hier sind Schienen. Alles klar. Wollen wir hier langlaufen? Komm, ja, lass uns. Warum? Weil es cool ist. Alles klar. Wir müssen eh so ungefähr. Ich mach mal einen Pick. Ja, wir müssen sowieso mal so. Lass mal von nach da stellen. Ja. Wir müssen. Kann ich einen Pick von dir machen, aber ja. Mit Licht irgendwie. Ja, klar, aber. So ein Profilbild vielleicht. Boah, das wäre auch für YouTube. Ja. Boah, das ist eine mega Idee. Leute, ich freue mich. Bleibst du am besten nah, wundere dich, ich komme jetzt so aus der Ecke und am Ende bleibst du auch wieder hier stehen, dass ich so um die Ecke rein und dann ist vorbei. Okay, cool.
klar, Leute, wir haben einfach gerade so ein kleines Kind mit so einer Drohne gesehen. Die hatte sogar eine Kamera und einen mit Gimbal, so. Ja, ist krass. Genau, also sie sah halt so aus wie eine DJI-Drohne, aber im Kleinen. Also ja. Es war safe keine DJI-Drohne, aber sie sah halt genauso aus, also nur in 1,5 mal nein, so 0,5. Minus 0,5 mal so groß. Halb so groß. Ey, generell, genau. Die Leute hier haben einfach voll krass Equipment. Da war auch gerade der Vater von dem, hatte irgendwie einen elektrischen Roller und so. Und die haben halt generell voll viel Equipment alle hier. Also es sind ja, coole Leute hier. Komplett. Und auch alle mit Rennrädern und so. Alles klar. Entschuldigung, wissen Sie, wo es zur Maheinicke-Halle geht? Vorne links und dann irgendwie mal so weiter runter, seht ihr die Kirche da unten? Mhm. Ja. Und da müsst ihr euch dran einziehen. Ah, okay, danke. Der hat zwar nicht so richtig Bock, aber hat es uns gesagt. Ach, da ist die Kirche jetzt. Leute, wir haben halt einfach gerade einen Minigolfplatz entdeckt. Der sieht ganz schön verlassen aus. Nicht so aus, als könnte man da noch irgendwie krass spielen. Aber an sich sehen die Bahnen voll cool aus. Und ich meine auch irgendwie, die sind halt alle so aus so Materialien, so, die man so hat, weißt du, so. Ja. So halt einfach so. Ja, so Schrott-Recycling. Ist so recycelt alles so. Ich find das extrem cool. Einfach so ein Minigolfplatz hier. Schalten das Minigolfbahn getarnte interaktive Kunstwerke. Ach cool. Hey, wie cool. Ja. Im wahrsten Sinne spielerisch. Das ist ja eigentlich eine voll coole Idee, oder? Ja, total. Auf jeden Fall. Guck mal, das sieht auch cool aus. Ja. Ach, das sind, glaube ich, die Gärten, wo die Leute selbst halt ihre Sachen anpflanzen können. Weil in der Stadt hier sozusagen nicht so viel wächst, deswegen haben die hier Stadtacker. Lass mal durchlaufen und gucken ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier, ist das Tempelhof-Feld, und hier gehen wir gerade lang. Also wir gehen gerade aus dem Tempelhof-Feld raus und jetzt suchen wir einfach mal den Kirchturm. Siehst du ihn? Bisher nicht. Obwohl es jetzt, das ist der Fernsehturm. Naja. Alles klar. Ja, gut. Ja. Oh, ich habe jetzt auch richtig Hunger, ne? Ja, ich habe auch mega Hunger. Also müssen wir auf jeden Fall schnell hin, aber also ich glaube, es lohnt sich. Hoffentlich ist der auf. Ja, oh, das wäre sonst echt gut. Ja. Wenn nicht, dann geht's zur Pizza mit Itch. Genau. Rein hier, Bruder. Entschuldigung, wir suchen die Maheinicke Markthalle. Oh, du sagst hier. Ich könnte hier am besten hier rein. Beziehungsweise, wir können ja noch genauer fragen. Wie heißt das? Was? Das ist der Laden. Keine Ahnung. Ah, okay, ja gut, wir müssen aber in die Richtung von der Maheinicke kommen. Okay, geht hier da hinten, da vorne an der Ampel rechts runter. Okay. Mhm. Die Straße macht dann, glaube ich, irgendwie eher so einen Knick. Mhm. Also so rum. Da kommt ihr aber zum Südkreuz. Okay. Südstern, nicht Südkreuz, Südstern. Südstern, ja. Ja, okay. Und dann müsst ihr aber links die ganze Bergmannstraße noch entlang. Okay, gut. Okay, ja? Vielen Dank. Okay, danke. Okay. Super. Danke. Alles klar, okay, Leute, das wird ja immer genauer. Ja, ist echt so. Also die ersten meinten so, wir müssen so gucken zwischen diesem Turm da und irgendeiner Kirche, die ich jetzt gerade nicht mehr weiß. Genau. Der nächste meinte, ja, ihr müsst da aus dem Park raus und dann um die Ecke. Und jetzt meinte sie halt schon, ja, wir müssen jetzt da hinten bei der Ampel irgendwo rüber. Aber ich denke, das finden wir schon. Alles klar, da ist einfach Google irgendwie vertreten. Also es kann sein, hast du gerade gesagt, dass es irgendwie nur eine Kunstaktion oder so ist. Aber irgendwie sieht es ja so aus, als wäre es Google Street View und die hätten hier das rangesprayt. Nee, aber ich glaub echt, das ist eher eine Kunstaktion. Aber ich finde das irgendwie voll komisch. Ja, also wie gesagt, wenn irgendwer von euch Bescheid weiß. Irgendwas weiß, dann schreibt es in die Kommentare. Ja, aber ich glaube, dafür sind wir noch zu wenige. Ja gut, aber ich habe jetzt echt mega Hunger. Okay, also da ist jetzt auf jeden Fall schon mal die Maheinicke-Markthalle. Ich bin mir nicht genau sicher, wo das ist. Also die Maheinicke-Markthalle ist jetzt auch zu, weil heute Sonntag ist. Aber ich glaube, es ist hier runter. Dann lass uns gucken, ob es da runter ist. Ja, sonst ist es da irgendwie. Warte, das kann auch so. So, oder hier.
wir haben jetzt uns dazu doch entschlossen, nach links zu gehen, weil hier nämlich ein grünes Schild war. So. Sieht fast so aus, als wäre es. Genau. Also, weil hier nämlich ein grünes Schild ist. Ja, da sitzen Leute. Das ist ja, da sitzen Leute. Okay, ja, da geht jetzt auch eine rein. Ich glaube, es ist offen. Und jetzt habe ich mich nämlich wieder an den Namen erinnert. Barkomis ist das. Also könnt ihr auch gerne mal abchecken, wenn ihr irgendwann mal hier in der Gegend seid. Tempelhof Berlin. Aber genau. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal gucken, ob wir das Kaffee. Ja, auf jeden Fall. Dann seht ihr noch ein paar nice Shots vom Essen. Wir sind jetzt auch gerade schon wieder aus dem Laden raus. War auf jeden Fall richtig lecker. Also mega gut. Ihr habt ja schon so den einen oder anderen Shot gesehen. Und du hast hier auch nochmal einen Käsekuchen mitgenommen. To go einfach mal. Das war's dann mit dem Video. Den zweiten Teil gibt es ungefähr in einem Monat auf Sörens Kanal. Und dann ciao. Bis nächsten Dienstag.